Hallo zusammen. Long time no see, wie man so schön auf meinem besten Englisch sagt. Ja, wer mir bei Twitter oder so folgt, weiß vielleicht oder hat gelesen, dass da irgendwie mal so eine Woche zwischen war, die nicht so geil war. Und weil es mir jetzt die letzten 2, 3 Wochen nicht so top gegangen ist, hatte ich nicht die Muße zu drehen. Und ich drehe nur, wenn ich da irgendwie auch Bock drauf habe und Spaß dran habe. Und jetzt bin ich aber wieder und rede wieder ganz schnell. Und genau, ich bin heute hier. Hallo, falls ihr euch überhaupt noch an mich erinnert. Ich habe heute ein Video, das ich, das war mein aller, nee, mein allerzweites, was ist das für ein Wort? Das war das zweite Video oder das dritte Video, das ich je gedreht habe. Und zwar ging es da um Volumen. Und ich wollte die ganze Sache aber auffrischen, weil erstens wird es sehr, sehr viel angefragt. Zweitens ist das ein paar Jahre her und es ist nicht unbedingt das beste Video von mir. Und drittens habe ich mich natürlich weiterentwickelt in meinem Studium des Volumens. Und deswegen machen wir heute ein Volumen-Update, welche Produkte und wie und was. Wer mich schon einige Zeit kennt, weiß, dass ich strebe nach gesundem Haar, aber ich möchte nicht, dass es gesund aussieht. Ich möchte, dass es voluminös und messy ist. Und für voluminös und messy, das ist teilweise echt ein Akt, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, einige, die vielleicht mit perfekt seidigem Haar gesegnet sind, wollen das vielleicht manchmal haben. Und dann ist es immer so ein bisschen blöd. Und genau. Ich sag euch jetzt mal, was Volumen bei mir schafft und wie ich das mache. Und ihr wisst, ich bin ein Volumen-Junkie, bei mir muss immer Volumen rein. Deswegen hoffe ich, ihr habt Spaß mit dem Video und wir fangen jetzt an. Ich habe mir sogar eine Liste gemacht, Leute. Ich habe mir tatsächlich 6 Punkte aufgeschrieben, die so meine 6 ultimativen Punkte sind. Und wir fangen mit Punkt 1 an, beziehungsweise Punkt 1, der nicht bei mir zutrifft, aber bei vielen anderen. Und zwar Volumen-Shampoo. Es gibt ganz viele Volumen-Shampoos. Ich kann die halt nicht benutzen, weil ihr kennt meine Kopfhaut. Ich passe immer ein bisschen auf, was ich benutze. Aber Volumen-Shampoos sind halt meist auch einfach ohne Silikone, weil Silikone das Haar beschweren. Hört sich ganz komisch an, das Wort beschweren. Und dann halt auch wieder runterziehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass es so ganz, ganz leicht und fluffig ist. Und deswegen wollen wir entweder silikonlose Shampoos oder extra Volumen-Shampoos. Da müsst ihr halt gucken, was ihr mit eurer Kopfhaut macht. Ich kann euch da keins empfehlen. Wie gesagt, meine Kopfhaut ist ein... Sagen wir nicht. Nummer 2 sind Volumenprodukte. Also wenn ihr euch die Haare gewaschen habt, dann gibt es verschiedene Leave-In-Produkte, die ihr euch ins Haar sprühen könnt. Ich habe bisher 3 ausprobiert, die ich euch jetzt auch zeigen kann. Das eine ist von Ghoul, das Langzeitvolumen Föhn-Aktiv-Styling-Spray. Das hat mich nicht mega vom Kopf gehauen, wollte ich gerade sagen, vom Stuhl gehauen, aber ja, kann man halt mal ausprobieren, so für den Anfang. Dann habe ich schon seit einer Ewigkeit von Paul Mitchell das Extra Body, den Daily Boost. Das sprüht man sich halt mit dem Ding hier direkt so an die Ansätze ran. Ich passe halt wirklich immer so ein bisschen auf, was ich mir an die Ansätze sprühe, deswegen ich benutze das nicht so oft. Das finde ich aber, es ist schon anders als das von Ghoul. Aber was mittlerweile mein Liebling ist, und das habe ich, glaube ich, umsonst bei Douglas als Goodie dazu bekommen und jetzt erst vor kurzem mal benutzt, ist auch von Paul Mitchell. Krass, ich dachte die ganze Zeit, das wäre Bumble und Bumble. Naja, fast. Das Lemon Sage Thickening Spray. Und das macht eigentlich, ist das so ein, für feines Haar und so, macht die halt ein bisschen dicker, aber es macht super viel Volumen. Es hat halt auch irgendwie so einen relativ ähnlichen Aufsatz wie das hier, ne? Und ich sprühe mir das auch hauptsächlich hier vorne hin, weil ich möchte das nicht hier unten dick haben, ich möchte es hier oben dick haben. Und es gibt wirklich Textur und es macht das Haar fluffiger und aufgebauschter und das ist auf jeden Fall mein Liebling, was das angeht. Hier ist, weiß ich nicht wie viel drin, 75 Milliliter, denke aber mal, dass das so eine ganze Zeit lang halten wird. Und wie gesagt, es war ein Goodie, deswegen kein Plan, was das kostet. Ich kann mal gucken, ob ich es euch verlinken kann. So, das sind dann Produkte, die man sich halt ins nasse Haar reinspringen kann. Ich würde immer darauf achten, dass ihr es halt möglichst so am Kopfansatz, weil die meisten Leute, inklusive mir, wollen halt einfach hier oben das Volumen, weil ich mag das von der Kopfform, die das dann irgendwie macht, einfach ein bisschen mehr. Genau. Und dann würde ich auch nicht direkt föhnen, sondern man soll ja immer eigentlich eher antrocknen lassen. Im besten Fall könnt ihr es natürlich gar nicht föhnen, aber wer hat dafür Zeit, Leute? Und wessen Haare sehen danach toll aus? Meine jedenfalls nicht. Also für die Leute, die sich die Haare föhnen. Föhnen ist sehr wichtig bei dem ganzen Volumenprozess. Die Nummer 1 Regel ist, beim Föhnen praktisch gegen die Wuchsrichtung in irgendeiner Weise zu föhnen. Also auf keinen Fall sich so hinstellen und von oben den Föhn halten und dann schön glatt runterföhnen, weil dann sind sie noch platter, als wenn ihr sie lufttrocknen lassen würdet. Also das ist praktisch, so bekommt ihr sie richtig platt. Das wollen wir natürlich nicht.
Was bei mir sehr gut funktioniert, ist als erstes Kopf überföhnen. Also ne, Kopf runter und dann einfach föhnen, 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 damit alles schon mal richtig schön trocken ist. Die Haare sind vom Kopf weg und das gibt schon mal das erste Volumen. Dann schmeiße ich die Haare natürlich zurück und dann fange ich nochmal an, gegen die Scheitel zu föhnen. Also ich nehme das hier hoch, mache so und föhne so und dann mache ich die hier so und dann föhne ich hier und einfach immer so gegen die Scheitelrichtung föhnen, weil das dann, also ihr kennt das vielleicht, wenn ich meine Haare von der Seite jetzt hier rüber, seht ihr das, ne? Also dann Wahnsinnsvolumen und so funktioniert das halt auch, wenn ihr das so föhnt. Und dann benutze ich immer noch eine Rundbürste. Ich finde die hier super. Ich hatte vorher ganz, ganz lange eine andere. Die hier sieht ein bisschen, ne? Naja, hängen halt ein paar Haare drin. Aber das ist die von Ebelin und die ist so eine Mischung aus so kleineren Borsten und dann aber so Plastikdingern. Und die ist perfekt. Ich hatte vorher eine nur mit den kleinen Borsten, aber die hat die Haare nicht richtig gegriffen und die waren auch ein bisschen kleiner. Die ist wirklich super und dann halt besonders hier oben am Ansatz schön rund föhnen, weil das einfach zusätzlich, also ich kann euch das auch jetzt hier nochmal zeigen, so, ne? Dann seht ihr, dass das schon mal so geföhnt wird. Genau, das ist so, wie ich mir die Haare föhne. Das war praktisch Punkt 3, Haare föhnen. Nach dem Haare föhnen ist die ganze Sache natürlich noch nicht gegessen. Da gibt es noch so viele Sachen, die man machen kann. Wenn die Haare, also meistens sind die dann nachher noch auch so ein bisschen warm und vielleicht auch noch ein ganz bisschen klamm, obwohl ich meine immer sehr trocken föhnen, aber man kann sie auch ein bisschen klamm lassen. Und was dann natürlich das ultimative Volumen praktisch noch gibt, sind Lockenwickler. Das ist jetzt ein relativ kleiner, die gibt es auch noch in größer. Und wenn ihr so große Lockenwickler reinmacht, dann kriegt ihr dadurch keine Locken, sondern wirklich einfach nur ein Wahnsinnsvolumen. Und ja, ich habe jetzt auch noch, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, ich habe noch die Dinger hier. Die sind halt auch wirklich nicht für Locken, sondern die sind einfach, jedenfalls bei mir kommt da immer nur so Volumen raus. Und ich finde aber die hier praktischer, also man braucht die anderen nicht. Die hier sind Billo, die kosten gar nichts und tun aber ihren Zweck. Wer also wirklich richtig plattes Haar hat, der kann sich die Dinger auf jeden Fall mal angucken und sich die dann einfach so für 20, 30 Minuten nach dem Haare föhnen in die Haare machen und vielleicht nochmal ein ganz bisschen drüber föhnen oder so. Gibt echt ein mega Ergebnis. Was ich dann persönlich auch, also gerade auch wenn ich weggehe oder so immer sehr viel mache, ist mir die Haare toupieren. Ja, das macht die Haare ein bisschen kaputt, weil man natürlich, man hat das Haar, das praktisch in die Richtung wächst und man zieht es dann in die Richtung und das ist natürlich nicht unbedingt so gut für das Haar. Aber gut, so ist das halt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das meine Haare groß kaputt macht. Also ganz viele sagen, das zerstört das Haar mega, aber ganz ehrlich, ob ich das jetzt mache oder nicht, meine Haare sind da in der Hinsicht gleich. Also blondieren oder so, das ist schon mal ist eine ganz andere Stufe, ist ein ganz anderes Thema. Deswegen, also ich toupiere halt sehr gerne. Ich habe zwei verschiedene Kämme dafür ausprobiert. Ich hatte ganz lange den hier und war eigentlich auch super zufrieden damit, aber dann hat man natürlich den hier gesehen, ne? Und dann dachte ich so, boah, das ist ein extra Toupierkamm. Das ist der Wahnsinn bestimmt. Der ist scheiße. Der ist von Ebelin, 2,95 oder sowas gekostet. Und mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Der macht, weiß ich nicht, entweder ist der zu hart gebunden oder so. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich bin ein großer Fan von solchen Kämmen, wenn man sich toupiert. Also gerade hier mit diesem Ding einfach abteilen. Dann hat man das hier. Dann sprühe ich immer kurz Haarspray drauf. Es gibt ganz viele Volumen-Haarsprays, aber ich schwöre auf dieses Haarspray. Das ist von Got2b, der Sprühkleber, weil der einfach hält. Dann kann ich das euch jetzt gerade vormachen. Dann einfach nur so ganz bisschen da an Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Und dann ja. Und dann toupieren wir. Genau. Danach mache ich das noch so, weil sonst sieht es ein bisschen blöd aus. Und ich liebe diesen Kamm und ich toupiere sehr gerne. Gerade auch was Locken angeht oder sowas. Nee, eigentlich ist egal. Ich toupiere immer gerne. Und wenn das aber noch nicht gereicht hat, beziehungsweise kann das über den Abend hinweg auch ein bisschen rausgehen. Man kann zwar natürlich immer wieder so machen und so, aber es ist schon so, dass das Toupieren irgendwann rausfällt. Und wenn ich aber möchte, dass es wirklich den ganzen Abend hält, dann schwöre ich auch Volumenpuder. Es gibt für mich nichts, was darüber geht. Ich habe das jetzt hier, das ist von Stylist Ultim, das Sea Salt Beach Look Texture Puder. Und das finde ich mega. Ich habe das Geschenk gekriegt, ich weiß auch nicht, was das kostet. Das riecht erstmal Wahnsinn, das riecht wirklich, es riecht richtig gut. Und genau, das sprüht man, soll ich das auch eben machen? Eigentlich mache ich das nicht so oft wegen meiner Kopfhaut, aber komm, ich mache jetzt auch mal. Ich gebe einfach irgendwie, ich sehe gerade, das war zu viel, ich sehe gerade gar nichts, aber ich gebe das dann einfach dahin und dann wird das so eingerieben. So. So benutze ich es auf jeden Fall. Man kann danach auch nochmal toupieren, dann hat man so praktisch die ultimative, weiß ich nicht,
Wand auf dem Kopf. Aber wie ich eben schon angesprochen hatte, ich benutze das nicht so oft wegen meiner Kopfhaut, weil das Zeug ist halt, das wird so wachsartig zwischen den Fingern, wenn man das so einrebt. Und das geht natürlich auch auf die Kopfhaut. Und meine Kopfhaut ist sehr empfindlich. Und ich weiß nicht genau, wie es bei dem war. Ich hatte früher das von Got2Be. Und wenn ich das halt 3-4 Tage hintereinander dann auch mal genommen habe oder so, dann war das schon gar nicht mehr so leicht auszuwaschen. Also da musste man schon echt gut einschamponieren. Und deswegen würde ich das empfehlen, wirklich, wenn es irgendwie, wenn es wichtig ist, gut auszusehen. Und danach ist aber auf jeden Fall, wenn ihr hier, wenn ihr alle Steps befolgt habt, dann seid ihr wahrscheinlich so im Kopf. Ich habe jetzt heute zum Beispiel, welche Steps habe ich denn heute gemacht? Gar keinen. Außer föhnen und topieren. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Wenn ihr auch noch irgendeinen ultimativen, krassen Volumentipp habt, dann schreibt den gerne unten rein. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal.